vierter Spieltag der aktuellen Regionalligasaison. Unser SV Elversberg war wieder gefragt bei einem Heimspiel vor der Kulisse an der Ursa Farm Arena in Elversberg. Ja, und zu Gast war der VfB Stuttgart 2, die Reservemannschaft des Bundesliga-Teams. Und unsere Elf, das Team von Roland Salz, wollte nach der Niederlage unter der Woche in Homburg heute wieder Gutmachung, was leider nach 90 Minuten nicht gelungen ist. Die Gäste aus dem Schwabenland entführen leider die 3 Punkte aus Elversberg. Und was dazu unser Stürmer Mohamed Alavi und Neuzugang Alban Mehr zu sagen haben, das weiß für euch Till Hust. Viel Spaß bei einer neuen Ausgabe von TV11 Nachschuss. Mohamed, eine erneute bittere Niederlage heute, 0:1 gegen Stuttgart. Wie sieht es momentan in dir aus? Ja, Leere. Man versteht nicht so richtig, was da passiert. Wir haben uns ganz klar andere Sachen vorgenommen von Anfang an und vom ersten Spieltag an schon. Die ersten 2 Spiele, da hat man noch gesagt, ja, okay, ihr spielt schön Fußball und es geht aufwärts und vielleicht wurde zu viel schön geredet und jetzt auch schon vor dem Spiel gegen Homburg und gegen Stuttgart haben wir uns ganz andere Sachen vorgenommen und wir wissen noch nicht, warum wir das nicht umsetzen, was der Trainer uns vorgibt oder was wir im Training trainieren. Hat das auch mentale Gründe, mentale Ursachen? Ich meine, man hätte dann nach dem zweiten Spieltag auch sagen können, okay, hatte das, ist viel zu früh zu sagen, okay, mental, Kopfsache und. Wir müssen einfach den Bock umschmeißen und versuchen, einen Dreier zu machen. Dann bin ich sicher, dass das alles wieder nach vorne geht. Jetzt kommt heute in einer Woche so ungefähr das Highlight für den Verein, das Highlight des Jahres gegen den VfL Wolfsburg. Ist das vielleicht so die Chance, mal den Bock umzustoßen? Mir wäre lieber, wenn wir gegen Waldorf am Samstag spielen. Und ich finde die Liga wichtiger. Die Ziele des Vereins sind, oben mitzuspielen. Und die finde ich wichtiger als ein DFB. Klar, ist cool, wenn du gegen Wolfsburg spielen kannst. Ich denke, wenn du als Underdog da was mitnehmen kannst oder keine Ahnung, Unentschieden spielst, bis zu 120 Minuten dein Elfmeterschießen gewinnst, ist natürlich geil. Und klar sind die Köpfe dann freier und du hast ein Erfolgserlebnis und gehst dann in das nächste Spiel mit einem Erfolgserlebnis und dann sieht das Ganze auch wieder anders aus. Aber momentan müssen wir das Ganze abarbeiten und schauen, dass wir uns auf die Liga konzentrieren. Konntet ihr jetzt schon in der Kabine schon so eine kleine Analyse betreiben? Ja, ich denke, dafür ist es zu früh, dass man jetzt nach dem Spiel, weil da zu viele Emotionen sind, dass man da irgendwie eine Analyse macht, macht keinen Sinn. Ich denke, wir werden das Ganze in der Woche abarbeiten und dann die Fehler analysieren und schauen, wie wir es beim nächsten Spiel machen. Vielen Dank. Danke. Alban, wir haben uns die Woche unterhalten. Du hast gesagt, du erwartest kein einfaches Spiel. Das ist so eingetreten, ihr habt am Ende 0:1 verloren. Woran hat es heute gelegen? Ja, so wie in den letzten Wochen genauso. Klar, es war kein einfaches Spiel, aber wir hatten unsere Chancen vorne und der Ball will einfach nicht rein. Und so ist es, wenn man erstmal unten drin steht, dann hat man kein Glück, kommt noch Pech dazu. Und wir kommen einmal nach vorne, machen nach 3-4 Minuten Freischusstor, stellen sich dann hinten rein. Und ja, dann war es ein bisschen einfacher für die, haben sich ein bisschen reingestellt, haben auf Konter gespielt. Aber wir müssen einfach die Tore machen. Du hast angesprochen, die Tore machen. Woran liegt es, dass sie nicht fallen wollen? Man hatte heute so das Gefühl, das Spiel kann noch ewig laufen, das Tor will einfach nicht fallen. Ja, das ist ja. Wir spielen uns die Chancen raus und haben auch Abschlüsse bis zum 16er. Aber der Ball will einfach nicht rein und wir müssen schauen, dass wir irgendwie Erfolgserlebnisse holen. Vielleicht jetzt im DFB-Pokal, weil da haben wir nichts zu verlieren und müssen einfach versuchen, Tore zu machen. Du hast schon viel erlebt in deiner Karriere. Frage 1, hast du schon mal so eine Situation erlebt? Und Frage 2, wenn ja, wie gehst du damit um? Ja, ich muss sagen, wir hatten damals in der Saison, als wir mit Paderborn aufgestiegen sind, ähnlich. So eine Saison hatten auch, glaube ich, nach 4-5 Spieltagen standen wir ganz unten, haben, glaube ich, 5 Spiele verloren, aber ja, nichtsdestotrotz, wir müssen jetzt gewinnen. Es bringt nichts, jetzt irgendwie schlechte Stimmung zu machen. Wir müssen schauen, dass wir die ersten 3 Punkte holen, dann denke ich auch, dass es wieder nach vorne geht. Offene Worte sind gefragt. Wie offen waren die Worte mit den Fans eben am Zaun? Ja, wie gesagt, es bringt nichts, wenn die Fans jetzt auch noch auf uns einschlagen und schlechte Stimmung machen. Klar, wir wissen selber, dass wir nur 1 Punkt erstmal auf dem Konto haben, aber wir müssen jetzt versuchen, alle zusammenzuhalten, um da zusammen rauszukommen. Heute in einer Woche das Saisonhighlight gegen den VfL Wolfsburg. Ein Spiel, auf das du dich bestimmt freust, aber ist das jetzt in der Situation so ein Spiel, wo man auch ein bisschen die Situation vielleicht verändern kann und das vielleicht auch recht kommt? Ja, vielleicht schon, weil wie gesagt, viele erwarten jetzt wahrscheinlich sowieso, dass wir jetzt verlieren und wir können nur für eine Überraschung sorgen.
müssen schauen, dass wir da irgendwie Erfolgserlebnis rausholen, da Tore machen und dann ins nächste Spiel reingehen. Vielen Dank.